Hubert Neuber, einer der erfolgreichsten Skispringer Österreichs. Ein Mann, der wie kein anderer Höhen und Tiefen des Lebens erfahren hat. Nach seinem Karriereende arbeitete Neuber zunächst in seinem Beruf als Flugpilot und führte gleichzeitig eine Skischule in Bad Mitterndorf. Seit 1993 organisiert er das Skifliegen am Kulm. Als Geschäftsführer der österreichischen Sporthilfe rief er die World Sports Awards ins Leben. Hubert Neuber und der Skisprungsport als solches sind heute erfolgreich wie nie. Der Skiflug-Weltcup im Jänner steht in den Startlöchern und die nächste Weltmeisterschaft wartet 2016 auf tolle Flüge und Zuschaueranstürme. Hubert Neuber, zum einen herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass wir mit dir sprechen dürfen. Du wirst in den Medien als Siegertyp beschrieben. Aha. Du bist wohl einer oder keiner, der so viele Höhen und Tiefen ausprobiert hat. Wie fühlt es sich an, Erfolg zu haben? Naja, die Definition von Erfolg hat sich ja für mich grundlegend geändert nach dieser Lebenserfahrung, wo ich eigentlich alle gängigen Kriterien für Erfolg erfüllt habe. Nicht, was wir uns so vorstellen, nette Familie, Geld, Macht, Anerkennung. Das habe ich alles gehabt und trotzdem war mein Leben völlig sinnlos. Und deshalb glaube ich, der Erfolg, der sich wirklich anfühlen sollte, ist, dass man das, was man gerade jetzt macht, so gut wie möglich macht und das auch wahrnimmt. Und irgendwie das spürt, wenn es erledigt ist. Das ist für mich irgendwie so mein Lebensziel, alles das, was ich tun muss, ob es mich gefreut oder nicht, so gut wie möglich zu machen. Und daraus resultiert diese Zufriedenheit, die wir als Erfolg sozusagen bezeichnen. Aber in unserer Gesellschaft ist es oft so, dass eben die Folgen des Erfolges viel, viel mehr Bedeutung haben, die wiederum aber so vom wirklichen Leben ablenken, dass man dann trotz alles Erfolges unglücklich wird. Jetzt greife ich aber noch mal ein bisschen zurück. Du hast den World Sports Award erfunden. Du hast eine Zeit lang eine wahnsinnig stressige Zeit gelebt. Mhm. Aus dem heraus dann bist du auch in das oben besprochene Tief gerutscht. Ohne das Tief hättest du wahrscheinlich nicht die Erkenntnisse, die du mir jetzt beschrieben hast, oder? Genau. Das ist ja immer so in unserer Gesellschaft, es gibt einfach Polaritäten. Das heißt, es gibt immer einen zweiten Teil zu dem, was passiert. Wenn es gut ist, gibt es was Schlechtes, unter Anführungszeichen. Wenn es was Schlechtes gibt, resultiert daraus was Gutes. Meine Situation, die subjektiv betrachtet eine Katastrophe war in der Zeit, wo ich es durchlebt habe, war derartig wichtig für die Neujustierung meines Lebens, auf den Weg zurückzukommen, der eigentlich für mich vorbestimmt ist, sich nicht mehr über das zu definieren, was man tut, sondern einfach Spaß an dem hat, was man macht. Oder Disziplin aufzubringen an dem, was man machen muss und keinen Spaß macht. Und das hat eben diese Situation, die ich damals durchlebt habe, ganz klar für mich bereinigt, möchte ich sagen. Durch dieses negative Erlebnis, weil ich mit dem gestellt habe. Das ist, glaube ich, ganz eine entscheidende Erkenntnis. Du kannst nicht davonlaufen vor dem, was du regeln musst. Du musst dich dem stellen, ob es unangenehm ist, ob es dir weh tut, was auch immer. Wenn es zu deinem Leben gehört und es gehört geregelt, dann musst du dich stellen. Auch aus den Medien habe ich gelesen, du bist bekennender Selbstdarsteller. Wie definierst du das? Schau, ich sage dir jetzt was. Ich habe einen Job, so wie diese Vorbereitung für das Skifliegen am Kulm. Das ist notwendig. Und ich kann auch dazu sagen, ich stehe auch dazu. Ich habe über Jahrzehnte versucht, die Anerkennung anderer zu bekommen. Und ich glaube, das war auch meine Motivation, warum ich Sportler geworden bin, World Sports Award und alles das. Aus heutiger Sicht sehe ich, das ist ein Teil meines Geschäfts und sehr wichtig und was Positives. Mhm. Aber ich bin nicht mehr abhängig davon. Es ist mir völlig wurscht, was die Leute von mir denken, solange ich mir in den Spiegel schaue und aus diesem Bild eine wirklich tiefgründige Anerkennung kommt. Ich stelle mich nicht selber da, um die Befriedigung zu bekommen für mein Ego, dass ich ein klasse Bursch bin. Obwohl das auch wichtig ist. Das Ego ist ein entscheidender Teil. Die Selbstdarstellung mache ich. Wir haben wenig Geld, um Marketing zu machen für die Sache, für die ich mit Haut und Haar einstehe, nämlich Skifliegen am Kulm. Und damit
nütze ich das? Jetzt hast du mir die Brücke gelegt zum Kulm. Der nächste Skiweltcup ist unter keinen Umständen. Weißt du eigentlich, warum die Frauen mit den Skiflieger mehr zufrieden sind als mit den alpinen Skifahrern? Die Skiflieger bleiben länger um. Damit ist alles gesagt. Super. Tut die Skifahrer sehr weh. Okay, ich hoffe, ich habe dich nicht aus dem Konzept gebracht. Willkommen. Auf geht's. Brücke die Frage: Kulm. Kulm, ja. Über das rede ich am liebsten. Ich kann mir es vorstellen. Du bist mittendrin wieder, so richtig mittendrin. Mhm. Es ist der Weltcup im Jänner. Genau, 10. bis 12. Jänner, um genau zu sein. Wie laufen da die Vorbereitungen? Warum? Ich muss sagen, wir sind sehr motiviert. Mhm. Vorbereitungen laufen insofern, dass die erste Arbeit, die getan werden muss, man muss Menschen begeistern, dass sie wirtschaftliche Zuwendungen geben. Mhm. Das bedeutet, wir wollen nichts geschenkt, sondern es gibt Sponsorpakete, Seminarpakete neu, die ersetzen die VIP-Karten, damit wir nicht in Konflikt kommen mit den Rahmenbedingungen, mit denen ich betont nicht einverstanden bin, nämlich Antikorruptionsgesetz. Aber wie haben Sie die Rahmenbedingungen und respektieren Sie selbstverständlich? So, das ist jetzt die Arbeit, dass wir versuchen, so viel wie möglich Partner zu begeistern, dass die wirtschaftlichen Grundlagen gesetzt werden. Dem kann, will und darf ich nichts mehr anfügen. Ich schaue, es gibt nur Karten am Kulm, gell? Das kannst du nur sagen. Erlaub mir noch einen ganz, ganz kurzen Wordrap zum Schluss mit ganz einfachen, kurzen Antworten. Word? Deine bisher größte Leistung? Zurück, mein Leben wieder sozusagen zurückbekommen zu haben. Mhm. Das muss man sagen. Eine Niederlage, über die du heute und hier sprechen kannst? Ich kann über alles reden. Das muss man jetzt sagen, es gibt nichts. Ich schäme mich für nichts. Gibt es ein Wunder, das sich in deinem Leben zugetragen hat? Natürlich. Es gibt oft Wunder. Da gibt es viele Dinge, wo man letzten Endes dann als Wunder einzeichnet. Dass ich Pilot geworden bin, das war ein Wunder. Dass ich Skispringer geworden bin, erfolgreicher Skispringer. Das hat alles in den Grundzügen so ausgeschaut, dass das nie und nimmer möglich ist. Also ich bin generell ein Wunder. Wer ist der klügste Kopf auf Erden? Der noch lebt? Mhm. Der Baldur Breimel ist schon sehr klug, glaube ich. Okay. Den werden die Leute nicht kennen, aber der ist sehr klug. Was tust du zu wenig? Ich gehe zu wenig laufen. Okay. Weil es mich gefreut. Deine Stärke? Wenn ich mich für was eingesetzt habe, beziehungsweise entschlossen habe, dann setze ich mich so lange für das ein, bis das Ziel erreicht ist. Eine Schwäche, die man dir verzeihen sollte? Ich kann auf der anderen Seite so richtig ein fauler Hund sein. Und unverlässlich auch, gell, wenn ich außerhalb des Disziplin-Vorwassers bin. Und Hubert, abschließende Frage. Hast du einen Leitsatz oder eine Philosophie, die dein Leben begleitet? Ja, ich glaube, dass Visionen ohne Taten nur Träume bleiben. Das heißt, man sollte seine Visionen leben, man sollte sich trauen, den Weg zu gehen, der vorbestimmt ist. Auch wenn hunderte Menschen neben dir stehen und sagen, wie spinnst du, das kannst du nicht machen. Das hier irgendwie ist jetzt meine Grundeinstellung. Wenn meine Intuition sagt, das ist richtig, das ist du, auch wenn es völliger Schwachsinn ist in der Betrachtung. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig überhaupt im Leben, dass man seiner Intuition folgt. Vielen herzlichen Dank. Dass man zuerst spürt und dann denkt. Das, glaube ich, ist wichtig. Das war ein großartiges Gespräch mit dir. Herzlichen Dank und alles, alles Gute für den Weltcup. Bitte sehr. Danke. Und für die WM, dem gesamten Team. Danke, ja. Das werden wir einer sorgen, nicht?